Peter Hille, geboren 1854, schrieb: Seit ich Musik höre, weiß ich, dass ich unsterblich bin. Wir möchten an dieser Stelle hinzufügen: Seit wir Musik spielen, wissen wir, dass sie unsterblich ist. Die Künstler von Studio Katako starten während der Corona-Zeit mit einem neuen Projekt. Zahlreiche Recherchearbeiten führen die Musiker und Mediengestalter zu einem ganz besonderen Phänomen der Musikgeschichte: die Metamorphosen einzelner Musikstücke vom Mittelalter bis in die heutige Zeit. Gleichzeitig gibt es schon länger eine große Affinität zu den alten und durch die Jahrhunderte gut erhaltenen Orgeln und Kirchen in der hessischen Orgellandschaft. In diesem Film erleben Sie ein Beispiel, wie sich altes Liedgut aus dem Mittelalter zeitlich und geografisch auf eine Reise begibt, sich dabei hier und da verändert, erneuert und so ewig für uns lebendig bleibt. Es beginnt mit einem Lied aus dem Mittelalter. Mit fast unmerklichen Übergängen reist man durch verschiedene Musikepochen mit Werken aus Renaissance und Barock, um schließlich mit einer der Popmusik angelehnten Improvisation in der heutigen Zeit anzukommen. Aufgenommen mit einer der schönsten historischen Instrumente aus der Sammlung der hessischen Orgellandschaft, der Rindorgel, die seit 1704 ihren Platz in Hatzfeld an der Eder hat.